Wer auf der Suche nach einem möglichst günstigen Staubsaugroboter ist, der wird wahrscheinlich auch früher oder später über den V7S Pro stolpern. Ob das ca. 200 € teure Gerät jedoch wirklich was taugt, werden wir jetzt versuchen herauszufinden. Aber zuerst einmal zum Verpackungsinhalt. Nach dem Entfernen eines Schutzkartons findet man zuerst eine Anleitung. Diese gibt es in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in einem nicht ganz perfekten, aber verständlichen Deutsch. Den größten Teil des Verpackungsinhalts macht natürlich der Roboter selber aus. Den gibt es derzeit leider nur in Roségold. Das beigefügte Netzteil lädt den circa 2 Stunden haltenden Akku auf. Es gibt einen Ersatzlappen für die Nass-Wisch-Funktion, sodass man den bereits installierten austauschen kann. 2 Luftfilter für den Staubsaugbehälter. Eine Ersatzbürste für die Eckensaugfunktion. Eine Fernbedienung. Der einzige Weg, den Roboter zu steuern, es gibt nicht die Möglichkeit einer App. Passende Batterien für die Fernbedienung. Der Auffangbehälter für Staub und Dreck. Und eine Ladestation, damit man den Roboter nicht immer von Hand ans Stromnetz anschließen muss. Und ganz zum Schluss noch einen kleinen Kamm, mit dem man dann die Borsten unter dem Staubsauger von Dreck befreien kann. Vor der ersten Benutzung sollte man den Roboter einmal komplett aufladen. Das kann man dann entweder schon über die Ladestation machen oder einfach direkt das Stromkabel an der markierten Stelle einstecken. Zum Laden muss der Roboter außerdem angeschaltet werden. Den Einschalter zu finden ist beim ersten Mal etwas fummelig, braucht man dann allerdings meistens nicht mehr. Das Einzige, was man jetzt noch tun muss, ist, die Batterien in die Fernbedienung einzulegen. Mit dieser Fernbedienung werden alle Funktionen des Roboters abgerufen. Um nun wirklich loszulegen, muss man zuerst den passenden Behälter einsetzen. Dazu hat man die Wahl zwischen dem schwarzen, der nur fürs Saugen ist, oder dem blauen, der zur Hälfte aus einem Wassertank besteht, mit dem man dann feucht wischen kann. Dazu einfach die Klappe oben öffnen und den passenden Behälter einsetzen. Und schon fängt der Roboter an, seine Kreise zu ziehen. Einfach auf den passenden Modus auf der Fernbedienung tippen oder auf die Putzen-Taste oben auf dem Roboter. Das System, nach dem der Roboter putzt, ist nicht ganz nachvollziehbar. Dafür ist er erstaunlich leise. Allerdings hat der Roboter in unserem Test nur selten zur Station zurückgefunden. Meistens musste man ihn von Hand auf die Station setzen, was etwas fummelig ist und natürlich ärgerlich, wenn man dann nach Hause kommt und der Staubsauger mit leerem Akku irgendwo in der Wohnung rumsteht. Auch beim eigentlichen Saugtest konnte der Roboter nicht so ganz überzeugen. Bei uns im Büro mit einem klassischen Fließboden hat der Roboter zwar einiges an Staub gesammelt, unseren Teststaub hat er jedoch nicht mal zur Hälfte mitgenommen. Und so musste dann zum Leidwesen aller wieder der große, laute Handstaubsauger ran, um den Boden wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen. Hinzu kommt, dass sich der Roboter bei niedrigen Gegenständen, wie zum Beispiel einem Stromkabel, leicht verhakt und sich dann letztendlich gar nicht mehr lösen kann. Nach den bisher eher enttäuschenden Ergebnissen lag unsere Hoffnung dann eher auf der Nasswischfunktion. Also Lappen dran und neuen Tank rein. Und dabei dann gleich mal bemerkt, wenn der Staubbehälter voll ist, sollte man den Roboter nicht umdrehen. Denn sonst fliegt der größte Teil des mühsam aufgesammelten Drecks gleich wieder heraus und ihr müsst nochmal putzen. Also nächster Versuch. Roboter umdrehen und die Befestigungsplatte mit dem schon nassen Lappen an der Unterseite anbringen. Dazu ist etwas Ruhegewalt nötig.
Dann kann man den Staubauffangbehälter durch den Wassertank ersetzen. Der Roboter erkennt nun automatisch, dass ein Wassertank eingesetzt ist und der Lappen installiert. Er fängt nun an, den Lappen leicht mit dem Wasser aus der Vorratskammer zu betröpfeln. Er hört allerdings nicht automatisch auf, nass zu wischen, falls er jetzt auf einen Teppichboden kommen sollte. Im Standardputzmodus beginnt der Roboter dann, durch die Küche zu fahren. Dabei wird im vorderen Teil gesaugt und direkt dahinter mit Hilfe des nassen Lappens gewischt. Läuft der Reinigungsprozess dann einmal, werden einige Stellen mehrmals gereinigt und einige Stellen gar nicht. Versucht man, wie in unserem Fall, eine Küche zu putzen, muss man auch vorsichtig sein, wo Stühle stehen, denn diese blockieren leicht den Weg des Roboters. Nach dem Reinigen lässt sich der dreckige Lappen allerdings dann auch einfach wieder sauber kriegen. Er kann einfach mittels einem Klettverschluss von der Unterlage getrennt werden und abgespült. Auch wenn in seinem Haus Treppen oder Absitzer hat, muss keine Angst haben, seinen Roboter schon nach dem ersten Putzen zum Schrott schicken zu können. Sensoren an der Unterseite sorgen dafür, dass der Roboter anhält. Eine nette, nützliche, aber auch für große und kleine Kinder geeignete Funktion ist die Möglichkeit, den Roboter über Pfeiltasten zu steuern. Das ist zwar umständlich, bietet aber auch einen gewissen Spaßfaktor. Wer hofft, mit einem Putzroboter nie wieder Arbeit haben zu müssen, der täuscht sich allerdings. Denn auch der Putzroboter muss ab und zu mal geputzt werden. Dazu dient der mitgelieferte Kamm und die Bürste. Hier lassen sich zum Beispiel lange Haare aus der Bürste an der Unterseite entfernen. Der Roboter mitgeliefert ist ein 500 ml großer Tank für Staub. Das reicht für die maximal angegebene Fläche von 220 Quadratmetern in knapp 2 Stunden, allerdings nur gerade so. Zudem hat der Roboter die üblichen Schwierigkeiten eines Staubsaugerroboters. Er kommt nicht über große Hürden, vor Pflanzen und Vorhängen macht er in den meisten Fällen nicht Halt und unter einer Heizung verkantet er sich dann auch schon mal ab und zu. Dafür hat der iLife V7S einige nützliche Programmfunktionen. Es gibt die automatische Reinigung, bei der der ganze Raum abgedeckt wird. Es gibt eine Fokusfunktion, bei der nur ein bestimmter Punkt gereinigt wird. Und es gibt eine Programmfunktion, sodass stündliche bis wöchentliche Pläne festgelegt werden können, wann der Roboter automatisch seinen Dienst verrichten soll. Was der Roboter wirklich gut kann, ist die Ränderputzfunktion. Er fährt mit seiner Bürste einfach am Rand entlang und nimmt so auch Dreck aus engen Kanten mit. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass keine Heizung im Weg ist.